Hallihallo und willkommen zurück bei Cry of Fear mit mir, dem Punkt. Immer noch total tiefenentspannt von der letzten Folge. Ich glaube, ich ziehe das Spiel heute noch durch. Wir haben es gerade 4 Uhr morgens. Eigentlich müsste ich schon um 8 wieder aufstehen, fertig machen und dann auch fürs Wochenende vorbereiten, nach Lüneburg Zug kriegen und so weiter. Aber nun ja. Oh, Speichergerät, Spritze, Tonfa brauchen wir nicht. Wir haben genug Pistolenmunition. Wir sind erstmal gut versorgt für den Rest des Spiels, glaube ich. So, speichern wir mal. Wow! Geht weg, bleibt mir vom Hals! Oh, ich habe alle erwischt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schon gewesen, wenn es jetzt dauerhaft hell gewesen wäre, ne? Wäre auch wirklich zu schön gewesen. Da kommen noch mal zwei. Die fallen aber auch schnell. Die haben ja eine Pistole. Gibt's überall Revolvermunition und Spritzen? Ja, findet ihr das auch so, dass es hier jeden Moment zu einem Bosskampf kommen würde? Nur mal einen richtig schönen harten Bosskampf gegen Ende. Richtig schön episch. Wir kontrollieren jeden Raum. Ich kann mich gerade gar nicht von dieser Dunkelheit beängstigen lassen, weil ich gerade einfach wirklich viel zu entspannt war. Oh, da geht's wieder in die Kanalisation. Zu dunkel, wir sehen nur unsere Hände. Ah, guckt mal, wer da liegt. Du erschreckst uns nicht mehr. Wir wissen jetzt, dass alles so gut wird. Nur gut, ich hätte vielleicht die Waffe nachladen sollen. Verdammt. Ja, ich hätte die Waffe nachladen sollen. Wir wissen ja jetzt, dass uns nichts Schlimmes mehr passieren kann. Es wird immer hell draußen. Wie kann uns mit nichts mehr schocken? Außer mit übelsten Jumpscares. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch kommen wird, weil es ist ja wirklich schon. Ne? Und so. Ist keiner. Wir lassen uns keine Angst mehr einjagen und ich erschrecke mich schon wieder halb, ey. Nein, wir haben keine Angst mehr. Huch. Vielleicht ein bisschen. Okay. Ah, ja. Ich erinnere mich an diese Passage. Die auch dem guten Gronkh ein paar Tode eingebracht hat. Es ist so dunkel. Wir müssen auf den Boden achten, da sehen wir, wo es hochgeht. Hier nicht, das ist eine Sackgasse. Simon. Hallo? Hier geht's hoch. Komm schon, Simon, du schaffst das. Das Gute ist, wenn wir ertrinken, regeneriert sich wenigstens unsere Leben wieder. Sobald wir wieder Luft holen. Was dafür ist es dennoch immer noch ziemlich dunkel hier. Ich glaube, ich schwimme gerade zurück. Wie ein Fisch im Wasser. Ich nehme jetzt jedes Luftloch auch mit, weil muss ich machen. Weil einfach ich muss. Hier geht's lang. Ein Glück, dass ich das gerade gesehen habe. Ich will da einfach nur mal da gucken gehen und dann geht's hier wirklich schon gleich lang. Oder ich bin gerade wieder auf Weg zurück. Das kann natürlich auch sein. Was ich sogar schon wieder eher glaube. Ja, hier ist schon wieder ein Luftloch. Ich glaube, wir sind wirklich auf dem Rückweg. Oder auch nicht.
Ah, speichern. 59, 4 Uhr, übernehmen wir diesen Speicherstand. Vorsichtig tasten wir uns wieder um die Ecken herum. Gewissheit, dass jeden Moment wieder ein Monster kommen kann. Uah! Wie haben wir den nur vermisst? Okay, ich brauche also einen freien Speicher. Speicher. Die Kettensäge macht mich gerade kürre. Machen wir das mal so. Wir lassen die Spritzen da unten fallen. Die müssen jetzt da unten liegen, dass wir beim Schwimmen aufnehmen können. Wir brauchen den Platz für unseren Schlüssel. Ich hoffe mal, dass ich... auch schnell genug wieder zurücklaufen kann, wenn ich den Schlüssel habe. Selbst damit kann das Spiel nicht mehr großartig erschrecken. Oh, ich erschrecke mich trotzdem, obwohl die... Ich sag ja, das Spiel kann uns nicht mehr erschrecken. Wir sind jetzt zu abgefuckt für das Spiel. Es hat uns stark gemacht. Jetzt kommt wieder Sonnenschein. Es wird wieder schön. Ach, herrlich. Ich mag es, so ein bisschen darüber zu philosophieren. Ja, ich kann ganz grob erkennen. Ja, da geht's lang. Ah, wo war denn jetzt die Tür? Oh. Nö, das ist gar keine Tür. Da ist ein Gitter. Da geht's weiter. Ich bin, glaube ich, gleich auf Anhieb den richtigen Weg gegangen. Das ist ja perfekt. Ich gucke einfach mal, ob ich hier lang muss. Und sonst muss ich ja nur nochmal zurückschwimmen und dann dahin und so. Das sollte ja auch gehen. Nein, hier war nicht der Kettensäge. So, schwimmen wir nochmal zurück. Und holen uns unsere Spritzen zurück. Ich hole mal Luft kurz. Moment. So, kurz Luft geholt. Einmal kurz aus dem Wasser gesprungen zurück. Besser Luft holen geht nicht. Aber hier sind verdammt viele Lüftungsschächte, ne? Das ist doch keine Kanalisation. Das muss doch irgendwo mitten im Wald müssen auf einmal so ganz viele Löcher im Boden sein. Das ist wirklich mysteriös. So, hier war noch nicht der Kettensägen-Typ. Der müsste jetzt beim nächsten Loch kommen. Das heißt, wir müssen jetzt schnell dahin schwimmen, die Spritzen aufsammeln, zurückschwimmen und Luft schnappen. So. Ha, ich bin so evil. Ich bin so ein Planungsgenie. Findet ihr nicht? Jetzt bitte nicht ertrinken. Ich bin ein Planungsgenie. Blub, blub, blub. Punkt, Test Round. So. Simon, bitte hochschwimmen. Danke. So, dann müssen wir, glaube ich, hier lang schwimmen. Blub, 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 blub. Wir sind Fisch. Wir sind ein Fisch. Wir sind Fisch. Best Deutsch ever. So. Nein, nicht Combine. Erstmal gucken. Wir laden einmal nach. Anscheinend nachladen. Auch wenn wir gerade nicht so viele Magazine haben. Dual Wielder. Und durch da. Und da hören wir wieder das Vogelgezwitscher. Hier ist nichts. Da gibt es eine Leiter. Die führt uns ins Freie. Endlich. Richtiges Tageslicht. Spiel. Kletter bitte da hoch. Ich weiß nicht, warum er gerade stehen geblieben ist. Einfach so auf der Leiter. Jetzt sind die Geräusche auch noch von der Leiter weg. Ah, Ponk, Ponk.
Helligkeit, Licht. Siedlung, Leben. Oh, man reicht Kirkwill now. My hometown. I hope everything is okay here. Kirkwill, mein Zuhause. Ich hoffe, hier ist alles in Ordnung. Wir sind zu Hause angekommen. Das Spiel neigt sich dem Ende. Ah, schön. Nach so vielen Schreckmomenten neigt es sich doch eigentlich jetzt einem relativ positiven Ende entgegen, findet ihr nicht? All der Schrecken, all der Horror, so gut wie vorbei. Weil wir haben es überstanden. Wir sind wieder voll da. Aber es wundert mich, warum hier so viel Munition rumliegt. Das kann doch nicht gut sein. Spritzen. Wir haben doch schon lange keine Spritzen mehr verbraucht. Der einzige Gegner, der seit den letzten zwei Spritzen uns entgegengekommen ist, war der Kettensägen-Heini. Und ich erschrecke mich einfach so dermaßen. Ey. Okay, ich sollte vielleicht etwas vorsichtiger vorgehen. Hier ist anscheinend doch nicht alles in Ordnung im Cockpit. Er lässt die Waffe fallen und erschießt sich mit seiner Hand. Strange. Of course he can. Oh, schaut mal da ein M16, aber das brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben unsere treue Pistole, finden jede Menge Munition für diese. Haben Spritzen ohne Ende. Oh, ein Mülltütenbaby, das letzte wahrscheinlich. Hier liegt sogar noch ein Hammer rum. Wofür auch immer wir den brauchen. Ich glaube, wir brauchen den gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Haus jetzt von Simon ist. Ich glaube, dieses hier. Komm. Wir heilen uns einmal. Ja, wir haben ja genug Spritzen. Brauchen nicht nachladen, wir haben noch fast ein volles Magazin. Doch, das war das Falsche. Okay, dann war es das hier. Weil die Häuser innen drin. Schmieren ab. Oder? Nee. Ich dachte gerade schon, ich habe einfach so ein Blackscreen wieder. Munition, Munition. Jede Menge Munition. Macht euch auf das Finale gefasst. Munition, Munition, Spritzen. Gläser, Kochtöpfe. Ah, guck mal da. Der Meyers Verschnitz kann nicht abwarten und läuft durch die Wände. Ah, ist das nicht herrlich. Oh. Ein Speerkopfvieh. Da gab es hier denn irgendwas in der Ecke? Nein. Wir haben es überstanden. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Ah, M16 Munition, Spritze. Brauchen wir nicht. Wir haben es überstanden. Wir sind zu Hause. Oh, kommst du denn her? Wir erschrecken uns nicht mehr. Warum auch? Weil uns irgendwelche Typen aus dem Wald mit einem Hammer anschlagen, oder was? Ich hab hier... Ich hab die nicht gesehen, ne? Ein fliegendes Bett. Auch kein Problem für uns. Ich sag ja, kein Problem für uns. Dauert nur ein bisschen. Das ist was anderes. Kriegen wir noch eine Spritze. Hier kriegen wir noch ein Glockenmagazin. Ja, da war irgendwas. Ein Hammer-Typ. Nein, der ist nicht Hammer, das ist einfach nur ein Hammer-Typ. Also mit Hammer, nicht dass der Hammer ist. Kriegen wir noch ein bisschen Munition. Rettungsdiensten. Das soll, glaube ich, Rettungsdienst heißen. Brauchen wir noch einmal die Taschenlampe. So, und da ich ja schon über das Problem Bescheid weiß, wenn man durch diese Tür geht, passiert es sehr oft, dass das Spiel abstürzt. Deswegen gehe ich jetzt mit euch nochmal gemeinsam zurück, gucken uns nochmal ein bisschen Kirkwill an, speichere da hinten nochmal, weil wir haben die Gegend jetzt schön von Monstern gesäubert.
Vielleicht nehmen wir doch noch das andere Gewehr mit, lassen unsere Taschenlampe vielleicht sogar liegen, weil es ist hell. Wir brauchen sie eigentlich nicht, ne? Haben wir die Wahl zwischen der Schrotflinte oder dem schönen M16? Was soll ich denn Schönes mitnehmen? Oder den Hammer vielleicht sogar? Könnt ihr ja mal so aus dem Spaß in die Kommentare schreiben, was ihr mitgenommen hättet. Ich lasse auf jeden Fall die Taschenlampe dann beim Speicherpunkt liegen und nehme eine schöne andere Waffe mit. Und mal, lag hier nicht irgendwo noch die Pistole? Ich war der Meinung, es gab die P345 nochmal irgendwo. 345 oder wie auch immer man gern sagt. Ach, schön. Schön beruhigend. Es ist so schön hell. Konnte man eigentlich kaum glauben bei dem Spiel, oder? Kirkwill. Dann speichern wir nochmal. Und ich sag schon mal, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es, glaube ich, so langsam, aber sicher in den letzten Folgen von Cry of Fear geht, mit dem Punkt. Bis dahin. Tschüss.